Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ja, unser umgebauter Enderperlenspender funktioniert. Legendary Lootbags haben wir auch ein paar. Allerdings nervt mich ein bisschen, dass die Kiste hier voll ist. Das heißt, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und ich habe auch schon eine Idee. Das heißt, ich werde das alles hier einmal rumlegen auf die andere Seite. Dazu darf ich hier erstmal alles abbauen. Ich hoffe mal, dass ich das schnell genug hinkriege, sonst haben wir da auch keinen Platz. Also ich möchte... ich hole mir erstmal ein paar Item-Conduits. Sonst dauert es nämlich da unten viel zu lange. 18 haben wir noch, das ist gut. So, das da muss auch weg, das auch. Dann legen wir die Conduits mal hier rum. Je länger die Leitung entfernt ist, desto länger braucht auch das Zeug hier rum. Den hier disablen wir mal. Der hier kommt auch weg. Und kommen wir da nicht dran. So, Mülleimer muss auch weg. So, jetzt sollte eigentlich das ganze Ding wieder funktionieren. Oder auch nicht. Kommt hier was an? Kreislauf nicht geschlossen, da fangen wir. Eigentlich sollten da drüben Sachen ankommen. Tun sie aber irgendwie nicht. Dolly haben wir auch dabei, ist ja perfekt. Können wir die nämlich einfach dahin pflanzen. Da kommt nichts an. Da landet das ganze Zeug einfach da drin. Ja. Dann guckt vielleicht gerade einfach nichts an, was da rein soll. Toll, da war ein Filter drin. Nein! Rein da. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Insert. Das kommt auch nicht da rein. Mann. Okay. Hier war eigentlich keine Itemfilter drin, sondern Insert. Und hier war die Trashcan.
Hier war ein Itemfilter mit Extract. Without Redstone Signal. Insert. War das jetzt richtig? Blacklist. Und Whitelist. So müsste es gewesen sein. Falsch. Funktioniert jetzt wieder, also passt. Und dann können wir aber eigentlich das noch eins nach links setzen, dann können wir nämlich die andere Kiste da auch befüllen. Ohne Filter, ohne Redstone. Insert. Gut. Und dann können wir hier nämlich auch ein Item-Ding hin machen. Insert. Gucken wir gerade mal, ob das irgendwie funktioniert. Sache ist nämlich, dass wir hier einfach viel zu viel Stuff drin haben. Und das müssen wir hier mit Fässern noch ein bisschen lösen. Also sollten wir uns ein paar Fässer bauen. Die Kisten mitnehmen können. Brauchen wir nicht ein paar. Gut, Kiste mit der Slabs oben, wenn wir noch welche haben. Sieht schlecht aus. Schlips, wo seid ihr? Und keine da. Oh, und mit dem Holz geht es nicht. Dann holen wir ein bisschen Oakwood. Lassen hier auch noch ein bisschen was arbeiten. Gut. So, dann bauen wir noch ein paar Upgrades. Dafür bauen wir Fence. Ach, da wären sogar noch Slabs gewesen. Gut. Rubberwood. Wir machen uns gleich wieder einen Haufen von diesem Zeug. Weil wir müssen einige Upgrades bauen. K1 Upgrades, dann brauchen wir Eisen. Hätte ich dann auch noch ein paar. Sehr schön.
sehen wir auch gleich, ob das funktioniert. Wenn ja, kommt dann nämlich Zeug an. Außerdem sind da hinten die anderen Fässer auch noch nicht so weit abgegradet, dass da genug reinpasst. So, warte mal. Ah, guck mal hier, Lootbags. Gut, dann können wir hier mal die Diamantkiste aussortieren. Glowstone ist da. Spider-Eis ist gut. Ja, noch Redstone-Torch. Was kommt denn da noch alles hin? Zombie Brains. Knochen. Haben wir hier eigentlich drin? Gut, dann hauen wir mal die Upgrades hier rein. Void Upgrades brauchen wir natürlich auch noch. Nicht so Rechtsklick, Shift Rechtsklick. Durch die zwei Ebenen ein Haufen Lootbags bei rum und Enderperlen auch. Das freut mich natürlich am meisten. Zucker zum Beispiel, ein Glasflaschen können wir da auch reinmachen. Ja, hier haben wir doch schon. Die Witch-Dinger hier. Vielleicht setze ich mir ja doch mal noch ein Item-Conduit an mit Whitelist. Wäre vielleicht eine Idee, wäre wert. Achso, warum geht denn das nicht? Also. Gut. Irgendwo hat man noch den Crafting Table. Da muss man noch wegbleiben, der Block.
So. Sieht doch schon alles ganz vielversprechend aus, dass wir das gebacken kriegen. Herzen könnten wir auch mal aufräumen. Was? Dachte ich, die gehen gar nicht in die Kiste. Wir sortieren hier jetzt einfach mal alles ein. Kuchen nehmen wir raus, können wir immer brauchen, ein bisschen was futtern. So. Gut, hat soweit alles geklappt. Die ganzen Rüstungen werde ich noch irgendwie vercraften und dann oben ausstellen. Hier mal gerade reingucken. Ich irgendwie das Gefühl habe, hier kommt nicht alles an, was da ankommen soll. Doch. Tut es. So, also wir brauchen noch ein paar Item Conduits, sogar einige viele. Und dann müssen wir noch ein paar Fässer upgraden. Zumindest die hier. Die Säckchenfässer. Enderperlen nehmen wir mal mit hoch. Brandalloy haben wir auch einiges gemacht. Nicht alles verbrauchen hier. Mal davon brauchen wir auch noch welche. Es fehlen noch viele. Wie heißen die? Besser der Banks für unser mega Energie Vorrat. So, was fehlt hier jetzt? Energetic Alloy, Electrical Steel. Und jetzt die Octa-Capacitor. Fehlt jetzt? Ah, jetzt fehlen wieder die Enderperlenteile, Emeraldteile. So, sieben Stück gehen noch mal oder auch nicht. Was fehlt denn hier noch? Wir haben doch eigentlich alles. Ah. Glowstone-Blöcke fehlen. 4. Sehr schön. Und weiter geht's. Brandalloy. Haben wir das denn nicht in der Whitelist drin? Das ist falsche Whitelist. Das
So sieht es doch gleich wieder viel besser aus. Dann arbeitet er nämlich auch wieder alleine. Gut, Solarzellen, die können wir noch gleich verlegen. Und dann war es das auch schon wieder. Ah, ich habe da immer so viel Zeug. Warum ist hier ein roter Fleck? Das gefällt mir nicht. Solarzellen. Und wir sollten es schaffen, dass das jetzt fertig wird hier. Sogar easy. Lass mich rein. Die nehmen wir mal mit. Noch mal 31. So, ich bin mal gespannt, wie viel Energie wir gleich hier lagern können. Milliarden RF. Das ist natürlich ein bisschen krank, aber Hauptsache man hat sowas. Eine große Anzeige haben, nicht so was Kleines. Na, da muss ich wohl da oben zwei Stück abbauen. Das war's von der heutigen Folge Sky Factory 256. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Hier haben wir auch noch genug Zeit. Das ist gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.